herzlich willkommen zum Therapie-Workshop von Bechterew. Morbus Bechterew, ihr kennt es vielleicht auch unter Spondylitis ankylosans. Was ist das? Die Ankylose ist die Versteifung, Itis ist die Entzündung und Spondyl ist der Wirbel. Also eigentlich sagst du das schon, es geht um entzündliche Prozesse der Wirbelgelenke, die irgendwann über längere Zeit, das kann Monate sein, aber auch Jahre, zur Versteifung führen. Unser Patient mit Morbus Bechterew hat drei Säulen in der Behandlung. Ich möchte euch heute nämlich eine Behandlung zeigen, aber das große drüber, was ist das Ziel der Behandlung? Warum behandle ich Morbus Bechterew? Ich behandle Schmerzlinderung. Das steht ganz oben, gerade bin in akuten Schüben. Ich arbeite entzündungshemmend. Da muss ich natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit dem Arzt, der dann auch entscheidet, was ist gerade die Ursache. Ist es strukturell, was zur Versteifung führt, oder findet da gerade wirklich eine Entzündung statt in den Wirbelgelenken und muss mit Medikamenten entsprechend bearbeitet werden? So oder so brauche ich wirklich diese Zusammenarbeit mit dem Arzt, um den besten Therapieplan für meinen Patienten zusammenzustellen. Und die dritte und für mich wichtigste Säule ist Bewegung. Bewegung im Sinne von, die Versteifung wird irgendwann kommen. Wir wissen nicht, ob nach Monaten, vielleicht doch erst nach 20 Jahren. Das heißt, es ist eine chronische Erkrankung, die ist nicht heilbar. Daraufhin kommt natürlich, wenn ich weiß, wenn du dir vorstellst, Nadine ist heute mein Patient, wenn du dir vorstellst, dass deine Erkrankung nicht heilbar ist, das kann natürlich absolut demotivierend sein. Warum soll ich das überhaupt machen? Das heißt, die mentale Seite, auch hier wieder, ist total wichtig. Ich als Therapeut muss meinen Patienten immer wieder motivieren, unterstützen, begleiten mit Hausübungsprogrammen. Und wenn es auch einfach mal nur eine Schulter zum Weinen ist. Aber die mentale Seite, die wir auch mit Balance sehr gut beeinflussen können, ist natürlich super wichtig, neben der Bewegung. Gut, was passiert bei Morbus Bechterew? Es fängt meistens mit tief sitzenden Rückenschmerzen an, im Lendenwirbelsäulenbereich, ISG-Gelenken, die Iosakralgelenken, kann aber auch angrenzende Gelenke natürlich betreffen. Das heißt, Hüftgelenke werden Schmerzen machen. Ganz häufig haben auch die Bechterew-Patienten Fersenschmerzen. Das heißt, die Füße muss ich auch immer mitbehandeln, das Ganzheitliche. Heute möchte ich euch eine Behandlung zeigen mit dem Schwerpunkt oberer Rücken. Das heißt, Schultern, Halswirbelsäule und natürlich der Kern der Dr. Tanja Kühne-Methode, die Brustwirbelsäule, weil das ist einfach das Herzstück. Da beginnt meine Behandlung, das ist immer der Start, weil ich muss erstmal den typischen Bechterew'schen Rundrücken, den man irgendwann bekommen wird, aufrichten, mobilisieren, durch die vorgeneigte Haltung, wenn das jetzt mal Nadine kurz spontan in den bechterew'schen Rundrücken hineingeht, dann seht ihr das schon, die Schultern gehen nach vorn, aber weil das Becken sich auch aufrichtet, kommen die Arme meistens nach hinten in die typische Extension als Gegengewicht, damit er nicht nach vorne fällt. Was macht sie schon? Ausgleichend mit ihrem Kopf, sie geht nach vorne in die absolute Überstreckung der Halswirbelsäule. Das heißt, da ist gar kein Gefühl für Aufrichtung mehr vorhanden. Und das wollen wir heute bearbeiten, indem wir sie aufrichten aus der Brustwirbelsäule heraus. Wir arbeiten an deiner Inklination, das heißt, wir ziehen immer wieder dein Kinn zur Brust. Wir wollen oder ich möchte, dass du die Wahrnehmung, das Gefühl hast, wie bin ich eigentlich aufrecht? Wie fühlt sich das an, wenn mein Kopf wirklich über gerade steht und nicht nach vorne wie diese Schildkröte? Was passiert außerdem in der vorgeneigten Haltung, ist natürlich die vordere Kette, jetzt mal wirklich ganz grob, vordere Kette verkürzt, hintere Kette schwächt ab. Das heißt, natürlich ist mein oberstes Ziel, hier vorne zu dehnen, Brustmuskel dehnen, und hinten die Rückenmuskulatur
die kräftige ich. Und was ist so schön, wir haben nicht nur mit den Basic-Übungen von Balance, vor allem mit der einen Übung, die dein Leben verändert, die Ursache für die Brustwirbelsäulenaufrichtung, die wir beheben können. Wir können auch ganz viele Übungen aus dem Mastertraining natürlich, alle die, die bei euch Mastertraining sind, super nutzen, um effektiv zu arbeiten. Das heißt, mein Patient ist zum Beispiel so ein kleiner Sportmuffel, kann sich super schwer motivieren, dann nutze ich doch super gerne Übungen aus unserem Masterprogramm, um die vordere Seite zu dehnen und hinten zu kräftigen und das alles in einer Übung. Besser geht's doch nicht. Also unser Balance Dr. Tanja Kühne Methode bietet vielseitige Optionen und perfekt gerade auch für das Krankheitsbild. Man muss Bechterew. Entschuldigung. Wir legen los. Einmal mit einem Test, weil auch das hilft wieder, die Motivation zu steigern, dass du ein Leben lang behandelt werden wirst mit dem Krankheitsbild und dass du jetzt schon mal weißt, du musst ein Leben lang Sport machen und dich bewegen. Weil, was ist mein Ziel als Therapeut? Ich möchte, wenn diese Versteifung irgendwann eintritt, ihn in der bestmöglichen Aufrichtung haben und dann soll die Versteifung stattfinden. Wenn ich nichts tue und ich wirklich immer weiter diesen bechterewschen Grundrücken zulasse, dann sinkt natürlich auch einfach meine Lebensqualität und das wollen wir nicht. Wir wollen den Alltag und auch die Leistungsfähigkeit unseres Patienten so lange wie möglich bewusst unterstützen. Deshalb Motivation pur, Hilfe zur Selbsthilfe. Das kennt ihr alle, ist ja auch die Philosophie der Balance Dr. Tanja Kühne Methode. Also Hilfe zur Selbsthilfe nutzen wir auch hier. Damit sie merkt, ja, das bringt was, das tut mir gut, kann man Tests durchführen, wo sie vorher, nachher einfach spürt, oh okay, das macht tatsächlich was mit mir, ich fühle mich gut damit, es hilft mir, es macht meine Schmerzen weniger. Und vielleicht sogar Vorher-Nachher-Fotos, wie ihr das auch schon kennt aus dem Balance-Training, kann ich immer nur wieder empfehlen. Es lohnt sich, Patienten, die wirklich eine schlechte Wahrnehmung haben, einfach mal ein Foto zu zeigen, vorher und nachher, immer wieder. Und dann macht es auch gerne, weil wie gesagt, es ist eine lebenslange Behandlung. Und macht in regelmäßigen Abständen diese Fotos. Das ist einfach nur motivierend und unterstützend für den Patienten. Genug geredet, jetzt musst du arbeiten. Also einmal den Test, ein ganz einfacher Test, und das ist auch so ein bisschen meine Theorie. Ich mache gerne Übungen und auch Tests, die einfach sind, die auch mein Patient zu Hause machen kann, wo er nicht überlegen muss, ach Gott, wie war jetzt nochmal die Anleitung, sondern wirklich kurz, knackig, simpel, so wie halt auch einfach Balance ist. Setz dich bitte, Nadine. Der Test ist der Sitz an der Wand. Ganz simpel. Wichtig, normalerweise könnte man den Test natürlich auch im Stehen machen, aber wenn ich das mal kurz sage, ich kann im Stehen wunderbar ausweichen mit meinem Becken. Wenn ich meinen Patienten hinsetzen lasse, kann sie nicht ausweichen. Wichtig ist, sie hat Kontakt mit der Lendenwirbelsäule an der Wand, ihre Schulterblätter sind an der Wand und jetzt erinnert euch, sie ist vielleicht schon in einem kleinen Rundrücken, genau Nadine, und hat wahrscheinlich auch schon so ein bisschen die Tendenz mit der Halswirbelsäule nach vorne in die Überstreckung zu gehen. Das heißt, was messe ich hier? Den Abstand Hinterkopfwand. Das notiere ich mir vor der Behandlung und dann auch hinterher. Wenn du jetzt mal so bleibst und mal für mich die Arme seitlich entlang der Wand, da kann auch ich sehen, okay, wie ist ihre Schulterbeweglichkeit? Wie ist ihre Kraftausdauer? Halt sie mal hier, liebe Nadine. Kann sie ihre Arme hier halten? Kommt sie bis ganz nach oben, ohne den Kontakt zur Wand zu verlieren? Das gibt mir auch wieder eine gute Aussage über die Schulterbeweglichkeit, ohne dass man viel macht. Sehr schön, langsam wieder rund. Du darfst übrigens weiteratmen, Nadine. Sehr gut. Da habe ich schon mal den ersten Einblick mit zwei kleinen Sachen, die man einfach jeden Tag mal kontrollieren kann. Jetzt zieh mal bitte dein Kinn zur Brust heran.
wenn ich das jetzt messen würde, so weit wie möglich, dann ist ein normaler Abstand 0 bis 2 Zentimeter. Auch das notiere ich mir, sagt wieder was aus, wie weit kann ich eigentlich meine Halswirbelsäule bewegen. Und dann komm doch einmal in die Gegenbewegung, vielleicht rutscht ein Stückchen nach vorne dafür und geh mal so weit wie möglich nach hinten. Das mag sie, weil die Überstreckung hat sie ja schon. Normal wäre hier wirklich auch von Anfang des Sternums bis zum Kinn 16 bis 24 Zentimeter. Auch da habe ich wieder einfach einen Anhaltspunkt. Ist das noch in dem Normbereich oder hat sich da schon was verändert? Ich glaube, das ist auch für den Patienten ganz wichtig, ihm zu zeigen, guck mal, nehmen wir an, in 2 Jahren hat sich das vielleicht um einen halben Zentimeter verschlechtert. Dann ist das doch aber etwas Positives, wo man sagt, komm, wir machen weiter, es bringt dir was und wir halten einfach diesen Versteifungsprozess noch etwas auf. Super, jetzt darfst du dich hinlegen. In die Rückenlage. Super, sehr gut. Natürlich starte ich immer mit der Wahrnehmung. Ihr wisst, wer bei mir die Therapieschulung mitgemacht hat, ich bin Wahrnehmungsfreak. Ich finde, Wahrnehmung ist einfach das Wichtigste und das soll auch auf meinen Patienten sich so übertragen, dass er anfängt, den Blick nach innen zu lenken, dass er selber spürt, wenn er in einer vorgebeugten Haltung ist oder wenn er wirklich einseitige Belastung im Alltag macht. Das wahrzunehmen und da schon diese kleine Stellschraube zu verändern, macht ganz viel. Sehr gut. Augen zu. Konzentriere dich auf deine Atmung. Spür nach, wie der Atem durch deinen Körper fließt. Spür nach, wie sich mit jeder Einatmung Brustkorb und Bauchdecke heben und sich langsam mit der Ausatmung wieder senken. Und versuch mal, Nadine, jetzt alle anderen Gedanken einfach mal beiseite zu schieben. Sei mit dem Fokus wirklich bei dir und deiner Atmung. Gib mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr Gewicht ab. Du musst jetzt nichts mehr halten. Je fortgeschrittener natürlich mein bechterewscher Rundrücken ist, umso mehr muss ich natürlich meinen Patienten entsprechend unterlagern. Und zwar so lange unterlagern, Möglichkeiten finden, bis mein Patient sagt, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt kann ich mich wirklich darauf einlassen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Sehr gut. So, liebe Nadine, spür mal in dich hinein, spür mal deine Auflageflächen nach. Liegst du gleichmäßig auf der Bank auf? Wie fühlt sich Kopf, Schultern, deine Brustwirbelsäule, deine Lendenwirbelsäule, dein Becken, deine Beine und deine Füße an? Liegen deine Fersen gleichmäßig auf der Bank? Liegen deine beiden Gesäßhälften gleichmäßig auf? Und liegen beide Schulterblätter gleichmäßig auf? Und dann einfach wahrnehmen und hinnehmen, wie es jetzt in diesem Moment ist. Und behalte diese schöne, tiefe, bewusste Atmung bei. Na, ich gehe jetzt davon aus, mein Patient ist nicht das erste Mal bei mir. 3 Sekunden durch die Nase, in den Brustkorb, schieb dein Brustbein weit nach oben raus und 4 Sekunden durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Typisch wäre auch beim Bechterew, dass definitiv mehr die Bauchatmung da ist, einfach haltungsbedingt. Fehlende Mobilität im Thoraxbereich, das ist aber auch gleichzeitig wieder ein Behandlungsziel von mir, das zu verbessern, die Bewegung zu verbessern im Thorax, in den Gelenken, innerhalb der Wirbelsäule. Und zwar
die gesamte Wirbelsäule symptomgerecht. Gut. Präg dir dein Vorherbild ein und leg dann nochmal deine Hände natürlich auf deine Rippenbögen. Spür nach, ob sie gleichmäßig sich anfühlen. Und check mal, wie groß dein natürliches Hohlkreuz gerade ist. Passen beide Hände drunter? Können sich vielleicht deine Fingerspitzen berühren? Fühlst du vielleicht sogar einen Unterschied rechts und links von deiner Wirbelsäule? Und auch hier, Nadine, wieder wahrnehmen, ohne zu bewerten. Und dann hab die Arme wieder rechts und links neben deinem Körper. Spür in dich hinein. Präg dir deine Auflageflächen ganz genau ein, dass man nach jeder Übung wieder vergleichen können. Lasst euch da bitte auch Zeit. Ich weiß, wir haben Druck, Zeitnot, aber mit der richtigen Wahrnehmung, wenn ich das Vorherbild habe, wenn der Patient weiß, wie er aufliegt, dann wird er den Effekt doch einfach spüren. Sehr gut. Über die Seite wieder zurück in den Sitz. Wir gehen direkt in die eine Übung, die dein Leben verändert. Beide Bälle, Schulterblattspitze und unter den Schulterblättern, komm langsam hoch, ich helfe dir. Genau. Sehr gut. Und den Kopf musst du jetzt aber nicht halten, den darfst du gerne ablegen. Das ist ein bisschen zu dick, warte mal, ich mache es ein bisschen weniger. So, schau mal. Gut? Sehr gut. Wunderbar. Wenn du kannst, die Beine gerne ausstrecken. Und konzentriere dich wieder auf deine Atmung. Versuch dich sinken zu lassen. Gewicht abzugeben. Locker zu lassen. Super. Versuch wieder ganz tief in den Brustkorb hineinzuatmen. Locker zu lassen. Sinken lassen. Leichtes Doppelkinn, ganz wichtig, beiß bitte nicht deine Zähne zusammen, dein Kiefer bleibt entspannt. Um die Atmung zu vertiefen, gebe ich dir hier mal so einen leichten Druck. Ganz tief einatmen, können wir wirklich den gesamten Thorax etwas mobilisieren. Tief ein und aus. Ein und aus. Ja, das ist auch eine wunderschöne Übung, einfach nur um anzukommen, die Gegenspannung zu lösen und wirklich die Atmung zu vertiefen, einfach die Lungenfunktion zu verbessern. Sehr gut. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Wunderbar. Gut. Nadine, kreise mal deine Schultern ganz sanft nach hinten in deinem Tempo, so wie sich das für dich gut anfühlt. Genau. Gibst du dir sozusagen auch noch eine kleine Selbstmassage? Das ist auch was Schönes für zu Hause. Weil Nadine oder zumindest die Patienten, die die Bälle natürlich zu Hause haben, die sollten die unbedingt jeden Tag nutzen. Das tägliche Zähneputzen, wer den Ball zu Hause nicht hat, dann wissen wir Trainer ja alle, wie wir unseren Patienten zeigen, mit dem Handtuch das zusammenzurollen. Und das ist immerhin noch besser als gar nichts. Sehr gut, Nadine. Mit der nächsten Ausatmung Schultern locker lassen, sinken lassen. So, jetzt haben wir ja das Problem von der Wahrnehmung her, dass der Kopf eher das Kinn weiter nach oben möchte. Das werden wir jetzt noch ein bisschen üben. Das heißt, mit der nächsten Einatmung mal ganz bewusst deine Schultern nach hinten unten ziehen, deine Daumen nach außen drehen
und dein Kinn zur Brust heranziehen. Du bekommst einen ganz, ganz langen Nacken. Sehr gut. Nochmal. Mit der Einatmung Schultern nach hinten, Daumen nach außen, Kinn zur Brust heranziehen. Da kann ich hier auch noch so leicht mitdrücken in die leichte, sanfte Traktion der Halswirbelsäule. Ist das angenehm? Super. Mit der Einatmung Schulter nach hinten unten, Daumen nach außen, Kinn zur Brust. Und auch ich kann ihr dadurch einfach zeigen, wohin das Kinn soll. Zweimal noch. Und Kinn zur Brust. Wunderbar. Also mein oberstes Ziel ist auch Übungen zu machen und auch mit meiner Anleitung immer so ein bisschen von Behandlung zu Behandlung weniger zu werden, dass ich einfach auch die Verantwortung auf meinen Patienten übertrage. Dass sie genau weiß, ich kontrolliere, korrigiere, was sie zu Hause tut, wenn ich nicht dabei bin. Super. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme einmal nach oben, Richtung Decke. Die Handflächen schauen sich an. Sehr gut. Nächste Einatmung, die Arme ganz weit nach oben rausschieben, mach dich ganz, ganz groß. Gleichzeitig Kinn zur Brust heranziehen und mit der Ausatmung lass die Schulterblätter sinken. Nochmal einatmen, weit raus, Kinn zur Brust. Ausatmen, locker lassen. Weit nach oben rausschieben, Kinn zur Brust und locker lassen. Zweimal noch. Und locker lassen. Letztes Mal. Die Schulterblätter sinken lassen. Und dann komm mal so weit du kannst mit den Armen hinter den Kopf. Zieh wieder dein Kinn zur Brust heran. Sehr schön. Und komm langsam wieder zurück zur Decke. Einatmen. Weit überstrecken, du darfst dabei auch ins Hohlkreuz gehen, Kinn zur Brust, Kiefer bleibt entspannt. Ausatmen, komm zurück. Nochmal, weit überstrecken, Kinn zur Brust und komm wieder zurück. Sehr gut. Und dann beug mal die Ellenbogen, wir gehen in so eine leichte U-Halte. Wie weit kannst du denn deine Ellenbogen ablegen? Wunderbar. Geht es? Angenehm. Sehr schön. Ich habe es vorhin erwähnt. Brustmuskulatur ist natürlich verkürzt. Das heißt, wir wollen Brustmuskulatur dehnen. Das kann ich einmal wirklich auch einfach nur über die Unterlagerung der Bälle erreichen. Ihr seht es, ich bin eigentlich schon in einer Dehnung drin. Ich habe ja die drei Anteile des großen Brustmuskels. Das heißt, ich kann mehr auf den abdominalen Anteil, so wie ich es auch euch im Muskelfunktionstest zeigen, indem ich die Arme nur nach schräg oben außen bringe. Ich kann mehr auf den kostosternalen Teil eingehen, indem ich die U-Halte habe. Oder, und das wäre jetzt dann eher einseitig, wenn ich mehr auf den klavikulären Anteil angehen möchte, dass ich den Arm im Überhang habe, kann ich euch dann auch gern nochmal bei Gelegenheit nochmal ein kleines anderes Video mit extra machen. Gibt ja immer so kleine Goodies, müssen sie ja ein bisschen spannend halten. Also, liebe Nadine, jetzt sind wir hier schon schön in dieser Lagerung drin. Du spürst das. Achte bitte auf dein Kinn. Langer Nacken, Kiefer entspannen. Und ich gebe dir jetzt hier mal so einen leichten Widerstand. Du möchtest deine Ellenbogen zusammenbringen. Komm mit ein bisschen in die Gegenspannung. Genau. Und halt das mal. Ruhig ein bisschen mehr. Ja. Atme ganz ruhig weiter. Halte das. Na, ihr wisst, über die Peer-Techniken
kann ich natürlich die Dehnung auch nochmal verstärken. Schön halten, halten, halten. Ich halte es gern 20 bis 30 Sekunden. Und dann mit der Ausatmung wieder locker lassen. Das heißt, in dem Moment, ich habe ja immer noch die Bälle drunter, kann ich unheimlich viele Übungen machen. Und mein Aspekt heute ist auch, weil ich gesagt habe, eine wichtige Säule bei Morbus Bechterew ist die Bewegung, die aktive Bewegung. Dass ich eben nicht mit zu viel manuellen Griffen arbeite, das würde ich tun, wenn es um die Schmerzlinderung geht oder wirklich gerade ein akuter Schub da ist. Ansonsten würde ich meinen Behandlungsplan immer aktiv gestalten, Hilfe zur Selbsthilfe, dass mein Patient auch diese Übung zu Hause weitermachen kann. Gut. Sehr schön. Dann befreie ich dich mal eben und wir kommen mal zum Nachspüren, gucken mal, ob sich da etwas verändert hat für dich. Direkt wieder in die Rückenlage, Nadine. Sehr schön. Spür noch mal in dich hinein. Wie fühlt sich jetzt dein Kopf, deine Schultern, deine Brustwirbelsäule, deine Lendenwirbelsäule, dein Becken, deine Beine und deine Füße an? Eine gute Möglichkeit wäre, wir haben jetzt symmetrisch gearbeitet in der Dehnung. Man kann natürlich auch noch auf den kleinen Brustmuskel eingehen, indem ich in den Überhang gehe, da nochmal die Peer-Technik mache. Aber das möchte ich in dem Moment nicht machen. Ich kann natürlich noch die komplette Schulterbehandlung machen, wie gesagt, immer symptomgerecht. Ich würde jetzt gerne darauf eingehen, wir haben Brustmuskulatur gedehnt. Und jetzt wollen wir mehr noch uns auf die Halswirbelsäule konzentrieren. Du kennst ja die Übung, dass wir einmal den großen Ball, wie eine Nackenrolle haben, den kleinen Ball oben drüber. Genau, das ist ja relativ angenehm. Na, ich würde dich jetzt aber hier mal nur so ein kleines Stückchen tiefer bringen. Ja. Sehr gut. Nochmal zur Erinnerung, Nadine, dein Kopf möchte ja immer dein Kinn, geht immer weiter nach vorn. Wir sind in der totalen Überstreckung. Das heißt, wir brauchen die Inklination. Sehr gut. Ich habe einen sehr guten Patienten, der es schon fleißig geübt hat. Du stellst dir aber auch vor, dein Scheitel möchte noch weiter nach oben rauswachsen und dein Hinterkopf, den drückst du auf die Bälle ganz sanft, dass du dein Kinn zur Brust heranziehst, ohne die Zähne zusammenzudrücken. Und wieder locker lassen. Sehr gut, das kann ich einmal so üben. Ich kann ihr die Bewegung auch zeigen, brauche ich in dem Moment aber nicht, weil sie kann diese Bewegung. Und eine schöne Übung, die man auch als Hausaufgabe mitgeben kann, ist wirklich mit den Augen zu arbeiten. Das heißt, mit der nächsten Einatmung, Nadine, schau mal zur Stirn und mit der Ausatmung versuch mal in Richtung deines Kinns zu schauen. Einatmen, die Augen Richtung Stirn und mit der Ausatmung zum Kinn. Zur Stirn und mit der Ausatmung Richtung Kinn. Und das wirklich so 5-6 Mal und dann die Augen schließen, nachspüren und den Kopf, das Gewicht deines Kopfes einfach abgeben. Angenehm. Kannst du dir vorstellen, das auch zu Hause zu machen? Super, sehr gut. Allein das, nur über die Augenbewegungen, man glaubt es vielleicht nicht, probiert es selber einfach mal aus, macht auch schon wieder einen Effekt. Kannst du das bestätigen? Sehr gut. Eine weitere schöne Möglichkeit, und da kommen wir jetzt Richtung Mastertrainer, ist, ich würde dich gerne auf dem Bauch haben, aber komm mal mit dem Kopf hier Richtung Fußende. Und dann komm mal noch eine Idee nach vorn, dass du mit deinen Händen im Unterarmstütz sozusagen auf diesem Hocker sein kannst. Warte, muss ich dich noch ein Stückchen runterfahren? Geht? Magst du hier die Decke oder geht es?
Ja, das ist bequemer. Es soll ja bequem sein. So, typisch grün wie Physiotherapie. Sehr schön. Genau, die Ellenbogen stehen unter der Schulter. Dein Körperschwerpunkt ist auf der Matte. Nadine, stell ruhig die Füße auf die Zehen. Genau, streck die Knie, ein bisschen die Körperspannung. Und jetzt stell dir wieder vor, genau, das ist deine Ausgangsposition, die wollen wir aber nicht. Stell dir vor, dein Scheitel wächst wieder nach oben und dein Hinterkopf, der möchte bis zur Decke. Und dann wieder locker lassen. Und das am besten mit der Ausatmung. Scheitel nach vorn, mach dich ganz lang, Hinterkopf möchte zur Decke. Und ihr seht, da muss auch sie im Rücken stabilisieren und arbeiten. Sehr gut. Jetzt halte das mal für die nächsten drei Atemzüge. Und dann könnte ich sie auch noch ärgern, indem ich ihr Widerstände gebe. Ich sage, halt das, lass dich nicht von mir wegschieben. Halt das hier, halt fest und nicht die Zähne zusammenbeißen. Und wieder locker lassen. Gut. Wie ist das vom Gefühl her? Kann man sich gut vorstellen, Scheitel nach oben wachsen lassen, Hinterkopf möchte Richtung Decke, dann hat man auch einfach eine gute Bewegungsführung. Jetzt krabbel mal wieder zurück auf unsere Behandlungsbank. Und du weißt ja, der Bauch ist ja sehr verspannt, haltungsbezogen, dass wir einfach mal den großen Ball dir über den Bauchnabel, korrigier mich bitte, Nadine, weil ich dann, ja, so dass der große Ball auch ein bisschen Kontakt wieder zu den Rippen hat. Dann habe ich auch wieder so ein bisschen die Mobilisation, Zwerchfell, aber auch die Rippen. Genau, wir sind im Unterarmstütz wie gerade eben und versuch noch einmal, Scheitel nach vorn rausziehen, dein Hinterkopf möchte nach oben, super. Hier schön jetzt mal die Schultern nach hinten unten mitziehen und versuch aber dich mit der Ausatmung auch sinken zu lassen auf die Bälle. Na, also da ist jetzt wirklich ganz viel Körpergefühl gefragt von ihrer Seite her. Bei Nadine ist das überhaupt kein Thema. Ich denke, mit anderen Patienten braucht man einfach dann eine Weile, um das zu erarbeiten. Aber in dem Moment habe ich wirklich so viele Komponenten. Ich entspanne den Bauch. Wir arbeiten an der Inklination und sie trainiert auch gleichzeitig noch den Rücken. Sehr gut. Weil du das so gut kannst, Nadine, mit der nächsten Ausatmung streck mal deinen rechten Arm ganz leicht nach vorn. Genau. Und dann komm wieder zurück. Und den linken Arm. Bleib schön auf den Bällen. Du darfst gerne auch die Füße wieder auf die Zehen stellen. Wir nehmen noch die Beine mit rein. Spannung, Spannung, sehr gut. Sehr schön. Und kurze Pause, wenn du magst, leg ruhig mal die Stirn auf deine Hände ab. Atme mal ganz bewusst gegen die Bälle tief ein. Und lass dich auf die Bälle sinken. Locker lassen, ganz bewusst die Pause genießen. Und dann würde ich dir direkt auf der Bank noch deine Hausaufgabe zeigen. Weil du hast ja die Bälle seit neuestem auch zu Hause. Und daher wärst du jetzt noch mehr. Dein Hausübungsprogramm wird stetig weiter wachsen. Und zwar so, dass es abwechslungsreich ist. Das heißt, nicht jeden Tag die gleichen Übungen machen, sondern wirklich immer mal wieder hin und her wechseln. Das besprechen wir, dass es ein bisschen ja, spannender ist und nicht langweilig wird. Und komm bitte nochmal zurück in den Unterarmstütz. Jetzt habe ich hier einen Ball. Den würde ich dir gern unter deine Hand legen. Dafür musst du den Ellenbogen jetzt anheben. Ein bisschen nach außen. Du drückst hier den Ball nach unten, du denkst wieder an deinen Scheitel, an deinen Kopf. Und den anderen Arm, schau mal, ob du das so hinkriegst, sonst müssen wir auf die Matte gehen, kannst du den anderen Arm jetzt anheben. Wunderbar.
Das heißt, hier kräftig nach unten drücken, den hebst du hier an und komm wieder langsam zurück. Und komm wieder hoch. Komm wieder hoch und komm wieder zurück. Ausatmen, hoch, Scheitel wächst. Und wieder zurück. Und hoch. Und wieder zurück. Du spürst das im Rücken. Und hoch. Und wieder zurück. Ein letztes Mal. Und wieder zurück. Sehr schön. Wir wechseln nochmal die Seiten, Nadine. Und machen 5 Wiederholungen auf der anderen Seite. Und spür mal in dich rein. Würdest du sagen, dass eine Seite dir vielleicht schwerer fällt oder fühlt sich das gleichmäßig an? Schön den Kiefer entspannt lassen. Ausatmen, hoch. Einatmen, wieder tief. Sehr gut. Ja, und dann kann man natürlich mit dieser Übung unheimlich viel variieren. Oben halten, nur ganz oben federn. Ihr noch was in die Hand geben, noch den Arm mit nach vorne strecken und. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten. Wunderbar. Sehr schön, Nadine. Und dann nochmal ausruhen. Ausruhen in dem Sinne, wenn es natürlich angenehm ist für dich. Gut. Mach noch 3 Atemzüge. Und dann nehme ich dir die Bälle wieder raus. Sehr gut. Und du kannst einfach mal dich auf den Bauch legen und kurz entspannen. Eine weitere schöne Möglichkeit ist natürlich, den kleinen Ball auf den Brustmuskel zu setzen. Bei denen haben wir ja vorhin gedehnt. Brustmuskel ist auch, in dem Sinne kann sein, dass da einige Triggerpunkte sind. Zeige ich dir nachher auch nochmal eine Übung, wie du auch selber so ein bisschen den Muskel locker machen kannst. Wenn wir jetzt aber mal den kleinen Ball auf den Brustmuskel setzen. Genau. Die Füße bitte wieder anstellen, Knie strecken, Gesäß, Bauch anspannen. Und jetzt muss ich dich auch noch ein bisschen ärgern, Nadine, weil ich gebe dir jetzt noch den Ball hier in die Hand. Muss ganz schön arbeiten heute. Den Ball bitte auseinanderziehen und komm hier hoch. Sehr gut. Und wieder lösen. Du denkst an deinen Scheitel, an deinen Hinterkopf. Wunderbar. Und wieder lösen und richtig schön den großen Ball auseinanderziehen, mit der Ausatmung anheben und mit der Einatmung wieder lösen. In dem Moment habe ich natürlich schön Trigger auf dem Brustmuskel, kräftige wieder gleichzeitig den Antagonisten den Rücken. Wie fühlt sich das an? Heftig. Gut. Aber du bist so gut, man muss dir noch ein bisschen mehr geben. Da muss man ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen und sich wirklich was einfallen lassen. Ich glaube, das ist mit den Bällen eben das Schöne, dass man einfach kreativ sein muss, sich einfach mal wieder ein paar andere Übungen auch neu überlegen muss, was ist noch möglich. Probiert es aus. Und wenn ihr eine tolle Übung habt, für was auch immer, lasst es uns bitte wissen, dass wir alle davon profitieren in der Balance-Familie. Schaffst du noch einmal, liebe Nadine? Aber jetzt kämpft sie auch. Wunderbar, sehr schön. Und weg mit dem Ball. Oh, ist gut, dass das Gesicht nach unten zeigt. Sehr gut. Wunderbar. Dreh dich noch einmal auf den Rücken, liebe Nadine. Schon allein das ist auch Bewegung pur hier. Hm? Super. Eine sehr, sehr schöne Dehnlagerung für zu Hause ist die Hockdrehlage. Die kennst du ja bestimmt.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Bein gestreckt lasse, das andere Bein stelle ich an und bewege dich hier so ein bisschen unten. Da ist natürlich die sichere Variante der Fußboden. Die Arme bringen wir nach schräg außen oben und deinen Kopf, den drehst du ganz sanft hierher. Die Seite wird jetzt gedehnt und ich kann dich hier natürlich noch ein bisschen weiter mit ärgern. Kommt es an bei dir? Sehr gut. Und in der Position ist wirklich nach dem Training einfach mal die letzten 5 Minuten genießen, locker lassen. Das sollte auch wirklich täglich stattfinden. Vordere Kette öffnen, 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 ob das der Hüftbeuger ist oder der Brustmuskel. Genau, sehr gut. Und dann natürlich auch zur anderen Seite. Drehst wieder hierher, genau. Und dann spürt man auch, ne? Wunderbar. Was du jetzt auch selber noch tun kannst, während du zum Beispiel in dieser Lagerung bist, ich habe dich, keine Angst, ist, dass du dir deinen Brustmuskel suchen kannst, und zwar zwischen Achselhöhle. Dann kannst du richtig reingreifen. Genau. A, kannst du dir da den Triggerpunkt suchen und kannst wirklich richtig selber zusammenkneifen und diesen Punkt lösen. Und dann, wenn du hier reingegriffen hast, du hast ihn richtig schön fest in deiner Hand, dann kannst du in Verlängerung von deinem Ellenbogen einfach mal selber dir so eine kleine Querdehnung geben. Ja. Schön tief ein- und ausatmen. Es sind einfach nochmal solche kleinen Hinweise, gibt, die unbedingt euren Patienten mit, was sie zu Hause alleine machen können, um sich selber zu helfen. Und dann wieder lösen. Oh, das macht schon einen Unterschied. Sehr gut. Aber angenehm. Du könntest dir natürlich auch den kleinen Ball noch drunter legen, zwischen die Schulterblätter, wenn du das möchtest. Oder du machst es einfach so. Oder du rollst dir noch ein Handtuch zusammen und kannst es dir auch längs unter deine Wirbelsäule legen. Das einfach ausprobieren. Wichtig ist da wirklich, ich fühle mich wohl, das ist angenehm. Ich spüre den Dehnschmerz, aber in dem Moment ist das ein guter Schmerz. Sehr gut. Wunderbar. Komm langsam wieder zurück. Das heißt, deine Hausaufgabe für dich heute, Nadine, Halswirbelsäule, die Bälle drunter legen, den großen Ball, Nacken, den kleinen darüber, mit den Augen arbeiten, Einatmung nach oben, ausatmen nach unten. Dann die Bauchlage, gerne die Bälle auch drunter. Der große überm Bauchnabel, der kleine unterm Bauchnabel. Und dann darfst du im Unterarmstütz an deiner Inklination noch mitarbeiten. Das heißt, dein Scheitel möchte weit nach oben raus und dein Hinterkopf geht zur Decke. Und dein Kiefer bleibt natürlich entspannt. Und die Sache mit dem Ball, dass wir auch noch den Rücken mitkräftigen. Gut. Lass uns noch einmal gucken, das ist jetzt dann wirklich noch mal abschließend, was ich meinen Patienten auch mit nach Hause geben würde. Diesen Test an der Wand, mach den wirklich nach deinem Übungsprogramm einfach für dich selbst, um zu spüren, hat sich da etwas verändert. Ja, einfach, um auch die Wahrnehmung zu schulen. Sehr gut. Wie fühlst du dich denn jetzt? Sehr gut. Das ist wunderbar. Gut. Ja. Und komm nochmal nach oben. Hast du das Gefühl, es geht etwas flüssiger? Du merkst vielleicht auch, dass wir jetzt nur die eine Seite quer gedehnt haben. Da natürlich unbedingt symmetrisch arbeiten, dann auch die andere Seite mit. Machen, genau. Wunderbar, ich danke dir, Nadine. So kann zum Beispiel eine Behandlung aussehen, wie ich sie machen würde. Aber, und das ist das Schöne daran, ihr habt alle eure
Ausbildungen. Ihr habt euren Behandlungsstil. Bitte integriert die Bälle so oft wie möglich, dass eure Hände sich auch mal ausruhen können. Dass der Patient genau diese eine Übung bekommt, die sein Leben verändert. Dass er das auch effektiv spürt. Es gibt, ja, wie ihr schon oder wie einige von euch ja schon erfahren haben, die auf dem Netzwerktreffen waren. Ich war in Dresden mit dabei, wir hatten richtig, richtig doll viel Spaß. Und es gibt jetzt auch ein E-Learning, genau über die Problematik des Krankheitsbildes Morbus Bechterew. Ich habe mir mit Nadine, dem Kai, die Mühe gemacht, wir haben alles abgedreht für euch. Das heißt, ihr findet in dem typischen E-Learning-Format alles von Ursachen über Definition, Symptome, wie sieht der typische Therapiebefund aus, welche Muskelfunktionstests kann ich machen, nach Spannung, nach Länge, welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich, und es gibt in voller Länge 3, seit heute dann auch 4 Behandlungen für euch komplett abgedreht mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir haben einmal Schwerpunkt Atmung, wir haben einmal Schwerpunkt Brustwirbelsäule, dann haben wir den Schwerpunkt unterer Rücken und heute habt ihr ja den oberen Rücken gesehen. Ja, wie ist es eigentlich entstanden? Entstanden ist es, weil alle Therapeuten schreien, oh, wann kommt endlich der Master? Ihr müsst euch noch etwas gedulden. Es ist in Arbeit, das kann ich sagen. Aber Leute, ihr wisst, ihr kennt euren Alltag, den haben wir auch. Das heißt, Balance-Therapie entsteht nebenbei und wir wollen euch nicht halbherzig irgendwas geben. Deswegen lassen wir uns mit dem Master Zeit und dank unserer Partner in Südkorea, die doch anders arbeiten als wir in Deutschland, was auch gut ist, die haben uns inspiriert, Workshops zu kreieren. Und so ist es entstanden. So ist es entstanden, dass wir gesagt haben, bevor wir auf den Master gehen, machen wir kleine Workshops für euch online. Das heißt, ihr müsst nirgendwo hinfahren. Ihr könnt euch einfach selber fortbilden in eurer Zeit und eure Mitarbeiter. Das heißt, das gesamte Team kann davon profitieren und ihr könnt einfach für euch nochmal das als eine Art Refresher sehen. Ihr seht die ganzen Griffe, die wir aus den manuellen Griffen mit dabei haben, die Basic-Übung ist alles dabei und dann ja, hoffe ich, dass ihr es nutzt und damit euch selbst auch nochmal leichter die Arbeit macht. Ich glaube, jetzt kommt noch die Tanja. Danke, liebe Doreen. Gern. Alleine schon, ich saß da hinter der Kamera. Ich habe so gedacht, wenn ich auf der Liege wäre, na gut, ich würde nicht einschlafen, weil die Nadine musste schon einiges machen. Aber alleine deine Stimme so ganz ruhig, entspannt, das tut so gut. Und ich denke, das tut jedem Patienten, der mit einem Befund kommt und ist gestresst. Alleine schon durch die Stimme kann Therapeut unfassbar viel bewirken. Ja? Und dann dieses Berühren, ich glaube, das brauchen wir alle. Und wenn man noch durch einen Befund angeschlagen ist und so ein bisschen verloren ist und ist alleine mit den Beschwerden, dann ist das sehr wohltuend, auch die Berührung. Also ich glaube, die Berührung, die brauchen die Menschen. Wenn man das natürlich ergänzt mit den Tools und entlastet die Hände und die Hände sind für Berührung mehr da, dann ist das das, was wir uns wünschen. Genau, wir haben doch schon sehr viel mit Bechterew Erfahrung. Du hast auch unter anderem einmal so eindrucksvoll die Bilder gezeigt, vorher, nachher, oder? Ja, absolut. Das ist meine Lehrerin von früher. Wie alt ist sie? Sie ist, jetzt muss ich lügen, über 70. Ich weiß es nicht ganz genau. Sie war meine Russischlehrerin und dann durfte ich ihre Rückenschullehrerin sein. Bechterew schon seit vielen, vielen Jahren und sie liebt die Bälle, weil sie einfach so schnell eine Veränderung gespürt hat, die vor allem bleibt. Ja, aber die bleibt auch im wahrsten Sinne am Ball, ja? Durch Absolut. Training bei dir und Absolut. Dadurch, dass sie zu Hause ein bisschen was macht, oder? Ja. Ich erinnere mich an den Bildern, so typisch war auf dem Rücken, so ein bisschen wie so ein Krebs, ja, in Rückenlage. Genau, so die Beine hatte, total angewinkelt. Ja, sie hatte nur Kontakt mit den Fersen und mit dem Gesäß. Wahnsinn. Und der Kopf war unterlagert mit dem Kissen. Und wir haben wirklich 20 Minuten, wir haben das erarbeitet, auch erst auf der Bank und dann aber wirklich unter Anleitung selber auf der Matte, weil sie auch wichtig war, einfach so lange wie möglich runter auf die Matte und die Übungen auf der Matte machen.
Und dann war es wirklich nach 20 Minuten Kontakt komplett mit den Beinen. Und da kriegt man immer wieder so ein bisschen Gänsehaut. Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. So tatsächlich, die Antwort ist, man kann tatsächlich viel verändern. Das erste Ziel bei einem Befund ist erstmal Stabilisierung des Zustandes. Das ist auch schon Erfolg, dass es nicht progressiert, nicht schlimmer wird. Danach heißt es noch sogar eine Verbesserung und die ist möglich. Und ich denke, der Weg ist so eine Kombination aus der Therapie vor Ort in der Praxis und ein paar einfachen, machbaren Übungen für zu Hause, oder? Absolut. Wir wissen eins, dass nicht alle das so machen. Viele möchten mit ihrer Krankheit nichts zu tun haben, die blenden die aus und dann kann man auch nicht mehr als nur selber schon fast verzweifeln als Therapeut oder Patient. Dennoch, man kann zumindest mit gutem Gewissen sagen, wir haben alles getan. Ja? Der Mensch muss es nur wollen. Ich glaube, dass auch die Menschen mit Morbus Scheuermann können auch von dieser Behandlung profitieren, oder? Genau. Von dieser Vorgehensweise. Ja. Ja. Also wir haben dieses E-Learning Morbus Bechterew, also quasi spezielle Therapie für Patienten mit Morbus Bechterew genannt. Aber ich denke, die Patienten mit Morbus Scheuermann oder Kielbrust, das ist auch unterschiedlich bedingte Beschwerden, die entstehen, aber haben sehr oft ähnliche Symptomatik und äußeres Bild. Ja. Und das funktioniert sehr gut, oder? Absolut. Bald ist das fertiggestellt. Wenn Interesse hat, könnt ihr uns schon im Chat schreiben, dass ihr daran Interesse habt. Und sobald E-Learning fertiggestellt ist, schreiben wir euch gezielt sogar dazu eine Nachricht oder Mail, weil dann ist das, was uns glücklich macht, wenn das genutzt wird, ja? Absolut. Sehr schön. Ja. So, dann möchte ich hier an dieser Stelle noch eine sehr, 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 sehr wichtige Herzensangelegenheit machen. Also, liebe Sarah, kannst du das schön zoomen? Und zwar, ihr habt mitbekommen, dass wir ein Los gezogen haben. Wir haben gesagt, dieses Jahr, Doreen, du bleibst neben mir, dieses Jahr kommt eine Kollegin von euch live dazu und kann mit uns hier toben, Spaß haben, heute Abend essen gehen und einfach ein Stückchen Leben genießen. Ich habe losgezogen, das war Nummer 7 und die 7. Person, die Ticket gekauft hat zum Rück-Online-Summit in diesem Jahr, war die wunderbare, tolle Kollegin Daniela Hemm. Und Daniela, mit der ich dann telefoniert habe, sagte, ich habe das gar nicht geglaubt, dass ich das bin. Ich habe erst mal live das angeschaut und dann habe ich mein Telefon zur Seite gelegt und bin noch mal zur Toilette gegangen. Dann habe ich erst mal angefangen zu begreifen, das bin ich. Wir haben uns beide riesig gefreut, weil ich am besten euch alle hier live hätte. Und wisst ihr, was passiert ist? Daniela, wo bist du? Bist du da? Hat jemand Daniela gesehen? Nee, die ist nicht da. Es ist so, so, so schade, weil liebe Daniela ist nämlich auch erwischt jetzt von Virus. Liebe Daniela, manchmal muss man die Dinge leider nur so annehmen. Ja? Es bleibt nicht anderes übrig. Deshalb, wer weiß, wofür das gut ist. Ich und wir alle wünschen dir gute, gute Besserung. Ganz viel Herzensenergie schicken wir dir. Und ich glaube, alle Kollegen auch schließen sich dazu. Und du bist spätestens nächstes Jahr dabei. Somit quasi kündige ich schon das nächste Jahr an. Und was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, weil hiermit schließen wir heute den dritten Tag des Summits ab und morgen geht es weiter. Wir haben, weil viele schon im Voraus gefragt haben, die Ticket gekauft haben und schon im Chat sind die Frage, ja, gibt es ein Angebot? Ja, hätte ich auch übrigens gefragt, weil ich finde es schön, wenn es ein Angebot gibt zum Rücken-Online-Summit. Es gibt ein Angebot und zwar, ihr bekommt bei Ballbestellung versandkostenfrei, das ist schon ordentlicher Batzen. Dann bekommt ihr Taschen und Poster. Das ist das, was man braucht, weil ich denke, die meisten Bälle, die jetzt zu dieser Jahreszeit gekauft werden, gehen als Geschenk, was dein Leben verändert, weiter. Und das heißt Taschen und Poster, neue Taschen, neue Poster, wunderschön im tollen CI, sind dann auch gratis. Und dann haben wir mit Mirko, nicht lange ehrlich gesagt, reden müssen, mit seinem Bruder Kai von Kreativagentur. Die haben gesagt, okay, wir bieten natürlich noch so ein Marketingpaket an, wo ihr alle, liebe Kollegen, wiederum ein bisschen Werbung machen könnt, dass die Patienten, die Klienten bei euch Balance als Weihnachtsgeschenk erwerben können. Also auch etwas sehr, sehr Nützliches. Das alles zusammen, denke ich, da liegen wir so bei ca. 80 Euro wert. Also das ist das Angebot an euch. Ich hoffe, es ist das, was euch ein Stückchen Freude macht, ein Stückchen das Portemonnaie entlastet und Sinn macht. Also ihr könnt jetzt schon Bescheid geben, wenn ihr das haben möchtet. Wir legen das an. Tolles, oder? Angebot.
Ja. Greift zu. Und ich war schon heute Weihnachtsmann, dir zu verdanken. Aber als die mich so mit den Klopapier rum... Mit dem Schneelametta. Schneelametta, okay. Ah, das war Schneelametta, weil ich dachte, ich bin irgendwie ein verletzter Tannenbaum, der gerade bandagiert wird. Ich wusste wirklich nichts davon. So, vielen, vielen Dank an alle. Schreibt uns bitte gerne, was ihr mitgenommen habt, was wünscht ihr euch für nächstes Jahr, weil genau so entstehen die Ideen für die Zukunft von dieser Gedanke. Danke, liebe Nadine, komm zu uns. Ja, danke, danke, danke. Liebe Doreen, Mirko im Hintergrund, mein liebster Mann, der Frank, die tollen Kamerakollegen, liebe Sarah mit beweglichen Kamera, ich glaube, gleich legen wir dich auch auf die Bälle. Bis morgen um 9 Uhr und morgen gibt es wirklich wunderbare, tolle Themen und zum Schluss den Special Guest, was uns richtig tief berührt und gerührt hat und inspiriert hat und das möchten wir gerne mit euch teilen. Dankeschön.